Einen wunderschönen guten Morgen, Lok. Heute ist Freitag. Ich bin ein bisschen später, also in der ersten Woche jetzt Richtung Innsbruck unterwegs. Ich habe erstmal gutes Wetter, soll zwar Gewitter werden, und dort, wo ich hinfahre, nach Innsbruck, Österreich, sind jetzt 4-5 Tage von der Woche Gewitter. Das ist sattlich, aber meistens habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da doch immer mal noch anders aussieht. Habe jetzt erstmal hier grob gepackt. Also nicht erschrecken, das, was auf dem Tisch ist und so weiter, das gehört nicht dazu. Also hier unten haben wir nochmal die ganz normale Tasche, den Rucksack und den Koffer. Den lasse ich aber im Auto und hole mir dann immer das, was ich brauche, dazu. Also eine Tasche, dann halt Laptop für die Videos zum Bearbeiten und so weiter, damit ich vor Ort gleich alles habe. Ja, ich fahre mit dem Civic, dafür eine CD, da habe ich kein Spotify mehr. Mal gucken, ich habe noch andere CDs im Auto, was man da so hören. Eine Cola. Und was ich noch dazu nehmen wollte, in Wasser. Ja, wir trinken mal nicht so viel jetzt. Ein bisschen schöner müsste ich jedes Mal anhalten. Das ist auch nicht Sinn und Zweck. Jo, in dem Sinne würde ich sagen, mal gucken, was wir als nächstes filmen. Spontan. Man sieht sich. Guten Morgen, Lok. Jo, mir ist noch ein Käffchen. Und dann könnte es langsam losgehen. Wunderschönen guten Morgen zurück. Leider habe ich es nicht geschafft, unterwegs durch Streaming auf Twitch und so weiter, durch andere Projekte jetzt hier noch ein Statement abzugeben. Ich war halt unterwegs und habe noch die Vignette, die digitale besorgt. Die ist jetzt digital, müssen nicht mehr aufkleben. Kostet immer noch 10 Euro, also nicht teurer geworden. Österreichweit Brenner muss man nochmal extra bezahlen, aber das kann man auch vor Ort, wenn man hochfährt. Was gibt's noch zu sagen? Ja. Tankstellen, erst tanken, dann bezahlen, dann wegfahren. So stehen da die Schritte. Als ob man das den Leuten extra erklären muss. Junge, natürlich gibt es auch erst bezahlen und dann tanken. Aber erst wegfahren und dann zahlen. Oder erst zahlen und dann stehen bleiben, auch was auch immer. Ja, wie gesagt, wir sind erstmal in der Tiefgarage. Ich zeige euch auch dann andere Impressionen. Das ist so Spontanität. Wir sind jetzt angekommen. Hat ein bisschen länger gedauert. Wir wurden mal von der Autobahn runtergeleitet. Das bedeutet, komplett. Und müsste ich dann Landstraße Richtung Hof fahren. Deswegen auch schon mal einige Verzögerungen. Und bei München natürlich der typische Stadtverkehr. Aber ich hab's da so gewollt. Ich beschwere mich nicht. Nur so zur Info. Bis dahin bin ich erstmal raus hier unten. Wir sehen uns dann oben im Berg. Wie ihr seht, seht ihr mich. Und ich bin im Hotel angekommen. Ja, jetzt sagen eine, ja, hat er doch so viel Geld ausgegeben. Ja, mitnichten. Ich hab die Hälfte bezahlt und hab doch noch ein Upgrade bekommen. Weil ich öfters hier bin, beziehungsweise jedes Mal. Das bedeutet, ich bezahle die Hälfte und eigentlich nochmal die Hälfte. So, da gehen wir jetzt mal hier rein. Also hier haben wir jetzt mein Bett, was gerade so für mich reicht, weil ich mich ja da übelst drin rumwälzen werde. Ich denke mal nicht, eine Seite reicht mir. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die rechte oder linke. Das ist jetzt die Frage. Diese Luxusprobleme gehen mir auf den Sack. Nee, gehen sie mir nicht, aber die lege ich jetzt rechts oder links? Rechts oder links? Ich weiß es noch nicht. Werde sehen. Werde nicht sehen. Definitiv nicht. So, dann haben wir eine schöne Chill-Out-Ecke. Und das ist die Lounge, wenn man sich mal hinpflanzen will, dann, beziehungsweise wenn man auch einen kleinen Rausch, der hier vielleicht öfters passieren wird, oder einen großen Rausch, sich einfach mal, wenn man das richtige Hotel gefunden hat, sich dann hier fallen lässt. Das ist die Fallenlass-Ecke mit einem schönen Fallenlass-Kissen. Obwohl, der Kopf könnte nach hinten wegknicken, hier hinten. Der ist dann hier hinten da drin, der Kopf. Ich habe gemerkt, dass man öfters unter die Betten gucken sollte. Ich hatte da hier schon tatsächlich einen, nicht österreichischen, sondern Australia, einen Dollar gefunden. Einen australischen Dollar unterm Bett in Österreich. Das ist wirklich, die Geschichte glaubt mir keiner. Ist aber wirklich so. Habe ich noch ein Portemonnaie, kann ich euch irgendwann mal zeigen. War halt wirklich ein Austria-Mensch in Österreich, in Australia. So, weiter geht's im Text. Was haben wir jetzt hier? Jo, kleiner Schreibtisch. Das heißt, hier können Sie, haben Sie einen Papierkorb, der ist leer. Dann haben Sie einen Stift, einen Notizblock, meine Kamerahülle, das, die allgemein gültigen Infos, drei Steckdosen, eine moderne Uhr. Genau, Kleiderbügel haben wir hier.
Schon mal dürften reichen. Ein paar Kleiderbügel. Eine Ablage. Ich weiß gar nicht, ob das für einen Koffer eigentlich ist, aber egal. Ich werde nicht so viel direkt auspacken, muss ich weniger einpacken. Hier haben wir noch Klammern dabei. Noch mehr Kleiderbügel. So viel Kleiderbügel. Ein Bügeleisen. Junge, Junge. Was haben wir hier noch? Den berühmten Safe. Die Nummer sollte man sich merken. Können Sie die Daten eingeben? Genau, hier noch verschiedene Fächer. Natürlich alle leer. Ich dachte, es ist ein Millionenkoffer drin. Nein, sind nicht. Ein vorerst sehr mysteriöses Objekt. Was ist das? Junge, keine Ahnung. Da kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es gerade nicht. Ehrlich nicht. Was zur Hölle? Was bist du? Was bist du? Eine Box. Ich check's ja mal. Strom ist dran, aber... keine Ahnung. Egal. Ein Fernseher. Das so für das Jahr ganz in Ordnung. Viele Hotels leisten sich nur Mini-Fernseher. Hier geht's. Hier könnte ich mir einen Kaffee machen. Natürlich die Hotelbar hier unten. Den kleinen Kühlschrank. Sieht auch fast aus wie ein Safe. Ist aber nichts drin. Wahrscheinlich aus Corona-bedingten Bedingungen. Oh. Nicht randalieren, Ringo. Nicht randalieren. So, Spiegel habe ich euch schon gezeigt. Hier ist der Kartenhalter. Bitte nicht Stirnschild. Kann man draußen hinhängen. Wenn der Mist erstmal nackt ist. Was ich nicht bin. Ihr werdet mich nie nackt sehen. Nein, zum Glück. Onlyfans könnt ihr lassen. So ein Telefon. Könnt ihr nach Hause telefonieren, obwohl ich das auch mit meinem kann. Das ist da. Schöne Kissen. Alles für einen halben Preis. Weil Mr. Ailes so ein Stammkunde ist. Seht ihr das? Seid Kunden. Seid nicht nur Kunden. Seid Stammkunden. Da habt ihr Lichtschalter. Schon mal sowas gesehen? Ein Lichtschalter. Hier, was zum Festhalten. Was ich noch nicht brauche. Klimaanlage ist auf 8,5. Junge, 8,5. Ich friere. Dann haben wir das Klo. Also typisch Toilette. Da können Sie reinmachen. Klopapierrolle. Notfallrolle. Saubermachdinge. Spülung, kleine Spülung fürs kleine, große Spülung für das große. Türgriff, ja egal. Hier habe ich doch mal easy nochmal was. Die Dusche extra, geil. Ja, ich bin's, aber ich bin angekommen. Hier habe ich nochmal einen extra großen Spiegel. Warte mal, müsst ihr euch mal zeigen. Ach, jetzt bin ich ja. Das ist einfach nur Lust. Ach, das ist ja der Spiegel. Na wie denn sonst? Ich dachte, Junge, gehst du krach. Ja, schönes Handtuch, alles schon vorbereitet. Fürs Duschi. Seife. Handwäsche. Haben wir noch Desinfektionen? Ist der Hygienebecher, heißt der wirklich so? Alter, der Hygienebecher. Also wie Hände richtig nass machen. Mit Seife 20-30 Sekunden einschäumen, auch zwischen den Fingern. Vergessen Sie nicht auf Daumen. Okay. Fingerspitzen und Fingernägel. Spülen Sie Seife komplett ab, trocknen Sie Ihre Hände gut ab und cremen Sie sie abends ein, um Hautschäden zu vermeiden. Okay. Au! Ellenbogen! Ach, das ist die Dusche hier. Geile Stehdusche. Okay, es gibt keine Liegedusche. Ich habe bezahlt fürs Lautreden, also hören wir mal. Seife, Duschcreme, denk mal fürs Herr, darfst du weit reingehen, ja. Das ist süß, geräumig, Junge. Können mindestens 3 Mädels rein, Junge. Das weiß ich, Junge. Ich habe das Video drin, wenn man von der Sicht. On off. Dies ist ein Föhn. Was lädt da was? Das ist Akku. Ich check's nicht. Das an, ich kann an und aus machen. Föhn an, aus, ja, okay. So, hier haben wir noch Gehalterung, Handtuch, Gierkorb, Waage, ganz wichtig. Können wir eigentlich gleich mal drauf gehen. Habe ich letztens. Habe ich letztens ein extra Video gemacht über die Waage. Das werde ich mal wiegen. Gleich mal Kamera angehaucht. Dieser Lärm. Was steht hier? Ist das euer Ernst? Es wird mit C geschrieben. Oh nee. Überall wird er verfolgt von dem Zeug. So,
So, was bekommt denn mein Gewicht? Wie geht denn das? Draufstellen? Ha, 24. Low. Stand erstmal 24 drauf. Junge, wie wiegt man das? Ich hab das verlernt. Steht einfach low. Low. Bin zu leicht. Schon die Waage. Ja, nun, erstmal antippen, ne? Wie geht das? Wie geht denn das? Okay. Endergebnis ist 86,9. Kann sich doch sehen lassen. Ja, da bin ich ein schwerer Mensch. In dem Sinne, ja, kurze Hotel-Room-Tour. Hier ist eure Tür. Ihr könnt wieder gehen. Auf wieder, Lock. Auf wieder, guten Morlock. Erst einmal, guten Morlock. Tschüss. Grüßt euch, für diesen Vlog meldet sich hier Mr. Eos mal wieder. Direkt vom Inn. Ich habe heute was vor. Das Stream weiß es noch nicht. 1, 2, 3. Es ist Phil's American's Dinner. Aber das zeigen wir euch später. Jetzt zeigen wir erstmal hier die Nordkette, die schon nochmal komplett oben eingehüllt ist. Da sehen Sie auch ein bisschen das Ghetto da hinten links. Jo, ein bisschen bewölkt. Aber das Nacht macht nichts. Das Nacht macht nichts. So, wir sehen uns dann. Ich grüße euch. Mr. Eos befindet sich hier an einer Bushaltestelle. Es ist keine gewöhnliche Bushaltestelle, es ist eine in Österreich. Und da sieht es dann halt so aus. 1, 2, 3. So sieht es halt dann in Österreich an einer Bushaltestelle aus. Es ist ein bisschen anders als bei uns. Findet den Unterschied. Ich wollte nicht sagen, findet den Fehler, aber findet den Unterschied. Genau. Was ist anders als eine Bushaltestelle in Hamburg? Morlock, hier ist ein bisschen dunkel. Ich bin bei Phil's Dinner. Und hier seht ihr gleich den Burger, um den es wirklich geht. Na, das wird euch sehr freuen. Hier haben wir den Texas Burger bei Phil's Dinner. Ich werde ihn gleich zu Ende essen und Märzen. Ein Zipferbier. Wir haben noch zwei andere Deutsche im Angebot. Ich glaube, Tegernseher ist ja sehr beliebt. Da ist der Burger. Und da ist Mr. Eos. Und ich denke mal, wir besuchen dann nochmal eventuell ein bisschen den Flughafen. Sonntag ist leider wahrscheinlich nicht so viel los da. Aber egal. Gucken wir uns stehende Flugzeuge an. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen zurück. Ich war bei Phil's Diner Dinner, wie auch immer man es nennt. Hab da noch ein Bier mitgenommen, hab da eins getrunken. So ist der Lifestyle am Sonntag in Innsbruck. Im Urlaub. Natürlich würde ich das mein Leben lang so machen, aber da sind die Grenzen gebunden. Und jetzt seht ihr euch schon mal die Berge. Ich zeige euch nochmal die Berge. Wie sehen die Berge nach zwei Bier aus? Ich denke mal ein bisschen höher, ein bisschen anders. Richtig nice, jo. Also vorher sahen die Berge anders aus. Nein, alles gut. Ich bin's auch, Mr. Eos, bin mal raus. Freut euch auf den nächsten Vlog von Mr. Ja, ich bin's nochmal zwischendurch. Auch in Innsbruck gibt es schöne Ecken. Die wollte ich euch schon mal zeigen. Bringt mehr Müll hierher, damit dies ein richtiger 2000er wird. Ja, ich würde mal sagen, ist alles mit dabei. Liebwächter ist auch wieder dabei. Bisschen Cola, bisschen dies, das. Ja. Einfach mal hier diese Straße besuchen und ich weiß jetzt den Namen nicht, aber warum nicht? Why not? Sieht richtig nice aus. Jo. Von Zigaretten über Getränken. Was auch immer das ist. Ja. Haarwachs oder was auch immer. Das werden wir nochmal genauer untersuchen. Was haben wir denn hier? Fein. Bitte mal googeln. Ja, ansonsten feinstes Material.